Hallo und guten Morgen. Ja, auch bei mir herrscht Chaos pur. Also die Küche sieht aus, als hätte ich da seit Wochen nichts getan, nur seit Tagen. Es ist aber eigentlich nur seit gestern Abend. Also ich habe gestern Abend Abendessen gemacht. Das haben wir natürlich dann auch gegessen. Dann mussten die Kinder gebadet werden, die Große war dann noch abduschen, ich war duschen und danach war einfach Feierabend. Ich hatte gestern einen anstrengenden Tag, ich habe gestern Möbel geschleppt, wir haben ein neues Bett bekommen, das neue Bett musste natürlich abgeholt werden. Das alte Bett habe ich abgebaut, habe dann gestern Abend das neue Bett mit meinem Mann hochgebracht und dann haben wir das aufgebaut und dann habe ich alles wieder aufs Bett draufgetan. Das alte Bett wurde in den Keller gebracht. Ja, ich war fix und alle. Und ich glaube, dann hatte ich mir auch das frühe Schlafen gehen, beziehungsweise Sofa sitzen, relaxen, verdient. Dementsprechend steht hier noch alles vom Kochen. Ich zeige euch das gleich mal. Und dann würde ich sagen, nehme ich euch im Zeitraffer wieder mit. Es geht dann für euch ruckizucki und für mich dauert es bestimmt 3 Stunden werde ich jetzt heute bestimmt beschäftigt sein. Ich muss natürlich auch oben sauber machen. Hier unten einmal Rundumschlag. Die erste Maschine Wäsche läuft und mir wurde aufgetragen, ich sollte bitte Rasen mähen. Wenn der Rasen nicht gewachsen ist durch die Hitze, aber das Unkraut auf der Rasenfläche, das nimmt gerade Überhand. Das soll weggemäht werden. Das werde ich jetzt mal tun und ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things I said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, selber ohne Musik zu putzen. Jetzt klaue ich mir das Handy von der Tochter und mache mir ein bisschen Musik an. Ihr hört es ja nicht. Ihr habt andere Musik. Thank you.
make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you be gone. Feel like, feel like. Yeah.
Ich muss schon die Rollos runter machen, sonst wird es gleich wieder zu heiß hier drin. Und deswegen wird es ein bisschen dunkler vielleicht. Aber hier drin sind wir mit dem Aufräumen fertig. Putzen machen wir gleich. Jetzt gehen wir nämlich erstmal hoch. Weil wenn ich gleich die Treppe runter bis schon unten schon geputzt habe, ist der ganze Dreck wieder auf den A-Punkt. Okay, dann bis gleich. Lustig. Seht ihr mich in der Brille? Jetzt muss ich mich hier oben aber auch bei allen Fenstern zuzumachen. Sonst wird es gleich da oben wieder bullenheiß. Ne? Dachgeschoss. Wer kennt's? Obwohl wir ein niedriges Energiehaus haben und die Dämmung soweit eigentlich. Es ist heiß. Heiß. Nicht so heiß wie in normalen Dachgeschossen, aber heiß. Der Nachbar arbeitet gerade mit dem Bagger. Fenster. Okay, ich lüfte jetzt ein kleines Geheimnis, und zwar mein Schlafzimmer. Ich habe ja gestern das neue Bett bekommen. Ich bin ja ein Schnäppchenjäger. Da hat jemand ein 4 Jahre altes Boxspringbett bei eBay Kleinanzeigen verschenkt. Ich war die Erste, die sich gemeldet hat. Ich habe es gekriegt, das habe ich ja dann gestern geholt. Das sieht optisch super aus. Gereinigt habe ich es auch schon, also ich habe es abgesaugt und der Polsterreiniger ist auch schon in der Planung, auch fürs Sofa unten. Jetzt wollen wir mal das Bett richten. Also guckt euch nicht genau hier um im Schlafzimmer. Das ist so, wir haben irgendwie weniger Abstellfläche wie vorher in der Wohnung. Also was Akten angeht, ne? Die werden da gelagert. Da steht unser Schreibtisch mit dem Computer und dem Drucker. Das ist alles so nicht so optimal. Das ist. Aber wir wohnen jetzt seit einem Jahr hier. Alles nach und nach. Ich wohne noch ein Leben lang hier. Okay, machen wir mal das Bett. Waschbecken, WC, Ablage. Gefilmt hat es nicht. Whatever. However. Warum auch immer. Ja, haben wir jetzt nicht auf Bild, aber wenn ihr das wissen wollt, wie ich das mache, guckt einfach in andere Videos rein. Ja, jetzt hole ich mein Bisell und dann fangen wir an zu putzen. Dann sind wir nämlich mit Aufräumen und Saubermachen durch. Und dann Rasenmähen. Vielleicht ist es draußen ein bisschen angenehmer. So, die Waschmaschine läuft immer noch. Ich hatte meiner Tochter heute Morgen aufgetragen, die Waschmaschine zu starten. Programmiert hatte ich sie schon. Auf einmal steht sie jetzt auf Baumwollprogramm mit über 3 Stunden. Ich weiß nicht, was sie getan hat. Zum Glück nicht auf 95 Grad, sondern auf 0 Grad.
Ja, sauber ist die Wäsche bestimmt geworden. Ich gucke mir das gleich an, sondern wird sie dann halt nochmal gewaschen. Ja, muss ich sie gleich mal fragen, was passiert ist, aber sonst klappt das. Also, weil sie verlässt nach mir das Haus morgens und dann zieht sie dich quasi erst um, bevor, also wenn ich gehe, die Kinder wegbringen, die Jungs wegbringen und dann hat sie die Aufgabe, ihre Wäsche noch in die Maschine zu packen und auf Start zu drücken. So wie heute auch. Hat nicht geklappt. Müssen wir gleich mal gucken. Also es hat geklappt, es ist ihr angegangen, aber halt leider im vollen 3,45. Drinnen. Und jetzt, Teppich liegt auch wieder. Tada! Da war Wäsche. Der hatte Pipi-Unfall. Der Mini möchte Mama Pipi-Toilette. Ja, sagst du Mama Bescheid. Wie das so ist, ne? Der ist jetzt 2,5.
Er sagt nicht Bescheid. Aber er macht es ganz toll. Wir üben da fleißig weiter. Es muss ja gelernt werden, ne? So, Arbeitsmütze passt, sitzt, wackelt, hat Luft. Arbeitsschuhe sitzen auch. Man muss auch auf Sicherheit achten. Ja, die Wäsche hängt. Ha. Sie war doch auf 95 Grad eingestellt. Meine allerliebste Lieblingsstrickjacke ist jetzt ein Bolero mit Armen, die einer Giraffe passen. Ja. Schade. Wahrscheinlich, ich vermute jetzt mal, die Maschine war aus. Wenn ich die dann wieder einschalte, dann springt die auf das Programm, was die als letztes gewaschen hat. Und das war leider die Kochwäsche. Ja, ist passiert, kann das Kind nichts für, ist die Mama schuld. Gehen wir raus. Draußen ist ein leichter Windzug. Ich hoffe, das ist angenehmer wie hier drinnen bei 25 Grad. Und oben sind es gefühlte 30 Grad. Wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!